Hat der Pinguin dir befohlen, Alex Kane zu töten? Wohl kaum. Wenn überhaupt, wird Cobblepot mich deswegen töten lassen. Warum dann? Ich hatte es satt, den Schläger zu spielen. Ich dachte, wenn Kane verschwindet, könnte ich die Karriereleiter hochklettern. Du falsch gedacht. Mehr hoch. Echt nah. Außer vielleicht die Gitterstäbe in deiner Zelle in Blackgate. Die Bescheid, wo sie Kanes Mörder finden können. Die Beweise kannst du auch weiterleiten. Schon erledigt, Sir. Ja, schon erledigt. Wehe, du respawnst, Mr. Mörder von Kane. Wehe. Ich mache jetzt extra keine Schnellreise. Kriegen wir einen Anteil? Würde ich nicht drauf wetten. Ihm gehört der halbe Immobilienmarkt in der Nachbarschaft. Er muss doch im Geld schwimmen. Und er sollte uns was abgeben. Na gut. Stell dir mal vor, du bist so reich wie der Boss. Kommen Leute zu dir und wollen was abhaben. Was sagst du? Scheiße, nein. Warum zum Geier sollte ich das machen? Da hast du deine Antwort. Aber... Ja? Ach, egal. Echt mal. Warum sollte Cobblepot das machen? Ich will nur, dass die Nacht endlich rum ist. Es war ein Riesenfehler vom Boss, diese Killer hierher zu bringen. Ja, denen ist egal, wen sie umbringen, solange sie ihr Kopfgeld kriegen. Dabei sind wir doch eigentlich auf der gleichen Seite. Naja, ihr seid nicht auf der gleichen Seite. Alle wollen die hier mein Kopfgeld. Alle wollen die Belohnung, die auf Batmans Hintern ausgesetzt ist. Ja, wieso eigentlich immer auf den Kopf? Wieso niemals auf den Hintern? Na gut, bei dem Anzug kommt der Hintern nicht gerade zur Geltung. Der muss halt auf den Kopf. Ach, Chicken, du hast echt Probleme. Ja. Nein. Vielleicht. Keine Ahnung. Mir doch egal. Boing. Wollte ich eigentlich nicht dazwischen klatschen, aber hey. Chicken konnte mal wieder nicht. Ne? Chicken hat ja halt keinen Flugschein, also kann sie auch nicht steuern. Es ist ein weiter Weg, ein weiter Weg. Stehst denn du da ganz alleine? Na gut, du bist nicht ganz allein, aber da vorne ist noch ein Bewaffneter. Was bist du denn für eine arme kleine Sau? Ah, halt eine arme kleine Sau, ne? Der mit seinem Messerchen spielt. Pass auf, dass du dich nicht selbst den Finger schneidest. Dann ist der Finger plötzlich ab. Ab, 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 ab. Überall Bewaffnete. Hm. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, das war immer zu viel. Ach ja, die Holzdinger. Ich bin kein Spinner. Nur weil ich hier noch mein Explosivgel brauche, um die Holzdinger zu zerstören. Und später halt dann nicht mehr. Da prügel ich einfach mit meinen Fäusten nieder. Oha. Oha. Ich sehe schon nicht. Ich werde abgeknallt werden. Könnte ich einfach durchs Dach? Müssen wir durch die Kanalisation? Wieso gehen wir eigentlich durch die Vordertür in die Kanalisation, Betsy? Kannst du mir das mal sagen? Ich meine, da in der Nähe ist ja auch ein Zugang zur Kanalisation. Wieso müssen wir unbedingt da? In der Nähe des GCBD, wo Sniper sind, bewaffnete Leute und generell die Leute, die des Todes. Guck dir das mal an! Ja, der Typ hat irgendwie gerade kleine Probleme, so wie er läuft. Definitiv.
Warte, der Sniper steht ja ganz am Rand, ne? Nee, steht nicht ganz am Rand. Also theoretisch wäre er jetzt runtergefallen. Chick, du kannst es dir einfach machen. Also halt nur einen längeren Laufweg. Ach komm, ja, ich nehme den längeren Laufweg. Ich habe darauf jetzt keine Lust. Geht doch alle weg. Wieso sind da eigentlich wieder Leute? Nicht gegen den Strom fliegen. Das sind, da oben sind auch welche. Da unten sind noch mehr. Ist auch ein Verbrechen im Gange. Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Sorry. Die Steuer. Alle Blocks stehen zur freien Verfügung. Dann treiben wir die Steuer halt auf die harte Tour ein. Ja, auf die sehr harte Tour. Die ganz harte Tour. Was soll das überhaupt sein? Ist das auf dem Dach oder? Aha, aha. Wenn ich also nicht zum Verbrechen im Gange gehe, dann kommt das Verbrechen im Gange zu mir. Leute, das ist ein bisschen unfair, wisst ihr das? Und vor allem ist da so eine Knarre! In einem engen Raum! Nein! Nein, einfach nur nein! Tschüss! Warum kommt ihr zu mir? Verprügelt euch da an der Straße selber! Alter! Ich werde gemobbt! Soll ich jetzt meine Strafe dafür, dass ich hier nicht beim GCPD dahin ist, das GCPD? Nur wegen dem verdammten Sniper und weil da noch mehr bewaffnete Typen rumlaufen? Über diese bewaffneten Typen. Du kommst jetzt nicht zu mir, oder? Aber Hauptsache, die sind so nett und verprügeln sich selbst. Und der steht dann nur da hinten und guckt zu. Oh Mann, ich habe überhaupt keinen Kampfpartner. Voll unfair. Nee, das, was mit mir gespielt wird, ist unfair. Lauft schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. So, wenn der sich jetzt umdreht in irgendeine Richtung, dann werde ich so sad. So sad. Solange du nicht sad wirst, ist alles okay. So, und dir werde ich sowas von ins Genick schlagen. Beziehungsweise gegens Ohr habe ich dir gehauen. Gegens Ohr. Hey, Verbrechen im Gange. Wieso tust du mir das an? Die stehen da immer noch unten. Wisst ihr was? Dann gehe ich halt auf die anderen Typen, um euch da wieder rauszulocken. Beziehungsweise ich sollte erstmal. Er kommt nicht an hier laufen. Obwohl, wenn ich jetzt. Hallo, du warst mit dem Rücken zu mir gedreht. Wieso lässt du mich nicht. Hier, K.O.-Schmetterangriff. Weil sie böse sind.
Wie macht er das? Hauptsache der Pistolen. Ich glaube, der Pistolentyp. Ach komm, ich schlag jetzt hier damit auf euch ein. Meint ihr das ernst? Weil ihr euch festgedingst habt am Gitter. Zaun, Tür. Tor. Ich könnte weinen. Ich weine auch wieder. Ist eigentlich hier in diesem... siehst du, hier sind sogar Leute, ja, da sind Leute. Kleine grüne Leute. Also hat es sich doch gelohnt, hier hinzugehen und nicht da beim GCPD. Nee. Ikonisch ist das. Hinter dir. Gut erkannt, Schicken. Gut erkannt. Ha! Manchmal ist es halt besser, den längeren Weg zu gehen. Manchmal, aber auch nur manchmal. Oh, dann gehe ich halt erst nach da unten hin und dann aufs Seil. Achi. Ach, deswegen musste man da das Ding. Meinst du das ernst? Targete das Seil. Please. Nein, die ist so gemein. Man muss mich doch zärtlich mit Liebe behandeln und nicht hier trollen. Ohne Ende. Chicken ist sehr sensibel. Sehr sensibel. Sonst, wenn sie gegen Rohre rennt. Do not drink. Schon wieder. Wunderschön vorbeigehopst. Gut gemacht. Kleine Fledermaus. Was hast du jetzt verdient? Verdient, verdient. Du hattest es auch verdient, Chicken. Ich wollte noch vorher stehen bleiben, aber nein, Betsy hat zu viel Bremsweg gebraucht. Ja, jetzt schüttel nicht mal so wie große böse Fledermaus. Alles deine Schuld, Chicken. Du sitzt doch hier am Controller. Du hast die Sticks in der Hand. Die Sticks. Die Sticks. Und die roten Kreuze. Überall. Rote Sachen, grüne Sachen. Grüne Sachen. Wieso sind hier eigentlich grüne Lichter? Ich habe einen Hass gegen die Farbe entwickelt. An wem das wohl liegt? Hier irgendwo. Ja, da drin. Schön, wie du das beim ersten Mal nicht gefunden hast. Also als wir das erste Mal hier runtergegangen sind. Nicht bei meinem allerersten Spieldurchgang. Nee, das war ja noch döver. Beim ersten Spieldurchgang. Diesem verkackten... Hey, es gibt nur... Vor allem ist der Aufzug oben. Der Aufzug ist oben. Muss ich jetzt doch den anderen Weg nehmen? Ernsthaft? Ernsthaft?